Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator 15 auf der Volkshill-Map. Und ja, immer noch die 191. Und oh, da ruckelt's ein bisschen. Ja, ich habe einen neuen Grafikkartentreiber und der hat noch nicht hundertprozentig jeden Shader drin. Das führt hier und da zum Ruckeln. So, wo hatten wir denn die Fahrzeuge? Hier hatten wir was zu waschen. Das machen wir noch. Auch schön den Hänger sauber machen, hier einmal drüber. Soll ja alles schön reine sein. Ja, und ich habe mir vor der Aufnahme nochmal genau die Zahlen angeguckt der letzten Wochen. So gerade während der Umzugszeit, wie wurden die Videos angeschaut und... Ja, die ganzen Statistiken drumherum, die da noch mit dazu gehören, und muss da sagen, da bin ich zu einem Ergebnis gekommen, nämlich, dass sich dieses Let's Play leider Gottes nicht lohnt. Das heißt, das hier ist die letzte Folge. So leid es mir tut, es waren ja doch einige dabei, die hier auch gerne ein bisschen was ja, cosplay-technisch dazugelernt haben und mit Sicherheit noch hätten gerne viele, viele Folgen sich anschauen wollen. Aber wenn man dann halt sieht, dass Folgen dabei sind, die weniger als 200 Aufrufe haben und ja, das, obwohl sie sogar schon jetzt 2, 3 Wochen alt sind. Wenn man teilweise Folgen sieht. Wo bin ich hier überhaupt? Ja, okay. Da neben links ist das Depot. Ja, wenn man dann teilweise Folgen sieht, die eine durchschnittliche Abspielzeit haben von 4 Minuten, 5 Minuten und man weiß aber, die Folge geht 15, 16, 17 Minuten lang. Dann ist das halt einfach was, wo man sich sagen muss, nee, da lohnt sich dieser Aufwand nicht. Wenn das Video 5 Minuten lang ist und es hat eine durchschnittliche Abspielzeit von 4 Minuten, okay, aber bei 15, 16 Minuten und es kommen dann teilweise nur 4 Minuten raus, fragt man sich, wofür hat man den Rest aufgenommen? Und ja, daher wird dieses Let's Play hier enden. Wer weiterhin den LS schauen möchte, der bleibt einfach auf dieser Sendezeit, denn ab morgen wird hier täglich 17:30 dann die Ackendorf kommen. Die werde ich weiterführen. Das wurde sich auch von vielen, vielen gewünscht und ja, habe mich dementsprechend da jetzt überreden lassen. Eigentlich wollte ich die Map auch nicht weitermachen. Aber okay. So, auch hier machen wir noch sauber. Wenn wir den Hof schon verlassen, dann verlassen wir ihn sauber. Schuldenfrei waren wir, meine ich, wenn ich mich richtig erinnere. Schauen wir mal noch kurz rein. Ja, schuldenfrei waren wir. Also wir haben es auf jeden Fall geschafft, uns hier schon mal ja, ein bisschen was an Guthaben zu erarbeiten. Es ist mit 153.000, also immerhin über eine Achtelmillion. Wenn man dann noch dazu rechnet, was wir ja an Fahrzeugen und Geräten haben, wenn wir das jetzt also alles verkaufen würden, dann käme da doch schon einiges an Geld auch zusammen. Ist also nicht schlecht gelaufen hier. Und ja, haben im Prinzip ja mit dem Abschluss hier sogar eine runde Zahl noch erreicht. 120 Folgen. Ich werde zum Ende der Folge dann auch nochmal kurz in die Statistik schauen. Wie viel Sprit haben wir denn verbraucht? Wie viel Zeit haben wir drin? Ach, das ist ja der. Der kriegt hier seine eigene Reihe. So.
Dann stellen wir dich hier schön hin. So, dalle. Und du kommst in die Halle. Ja, schade natürlich. Ich hätte gerne noch viel gezeigt. Mit Cosplay, dann eben auch das Gras Schwaden einsammeln. Mehrere Drescher, mehrere Saatmaschinen auf einem Feld und so Geschichten. Es wäre doch noch einiges möglich gewesen. Aber ja, wenn es nicht läuft, dann läuft es halt nicht. Ich kann es ja keinem aufzwingen. So, Tiere haben wir hier jetzt natürlich auch nicht gehabt. Wobei ich auch sagen muss, Tiere hätte ich selber dann versorgt. Also da hätte ich jetzt gar keine Cosplay-Kurse für verwendet. Vor allen Dingen, da ich auch nicht wirklich sicher bin, inwieweit Cosplay dann auch gerade zumindest die Mastanlagen und so, da die Trigger erkennt. Da wissen wir bei Mod-Triggern, das funktioniert nicht immer so einwandfrei. Was man natürlich hätte machen können, wäre eben zum Beispiel einen Gülle-Zubringer-Kurs vom Kuhbecken, vom Güllebecken der Kühe zum Feld und von dort aus dann eben mit einem Ausbringer, mit einem Güllefass aufs Feld drauf. Das wäre also definitiv möglich gewesen. Aber ja, solange man keine Kühe hat, bekommt man auch keine Gülle. Mit der BGA, mit den Gärresten hätten wir es auch noch machen können, aber das war ja jetzt auch nicht so viel. Und wir haben ja auch noch kein Transportfass und um das am Feld nutzen zu können, hätten wir ja auch noch dann ein Güllefass gebraucht. Also ja, vom Preis her wäre es inzwischen eigentlich drin. Vom Preis her hätten wir es machen können. So, dann schauen wir mal kurz hier rein. Nur dann so ein Güllefass nehmen. Hätten wir zum Beispiel das kleine Marschall schon nehmen können mit 10.000. Da ist zwar natürlich nicht viel, nicht viel Arbeitsbreite, 11 Meter, nicht viel Kapazität, aber es wäre durchaus gegangen. Vom Preis her wäre auch durchaus schon das hier drin gewesen. An Zubringer hätte man hier so einen Standard-Zubringer natürlich nehmen können. Welcher von den beiden war jetzt eigentlich der Zubringer? Das war der Zubringer zum Transportieren, genau. Hätte man also den nehmen können. Man hätte aber natürlich auch hier so ein Kottefass nehmen können. Also da sieht man vom Preis, wäre das auf jeden Fall alles möglich gewesen. Jetzt, wo wir endlich schuldenfrei sind, aus dem Gröbsten raus, steckt man aber halt vorher nie drin. So. Wenn wir gehen, dann gehen wir sauber. Ich habe auch heute frisch geduscht. Kurz vor der Aufnahme machen wir jetzt die Fahrzeuge noch sauber. Und dann haben wir einen sauberen Abschluss. Was für ein Wortwitz. Tanken brauchen wir nicht mehr. Falls wir den Hof verkaufen, kann das unser Nachfolger selber machen. So. Die zwei Brandner hängen wir noch zusammen. Oder wir stellen sie zumindest voreinander, dass man sie zusammenhängen könnte. So, nach hinten fahren. Gut, da haben wir es. So, hängen wir sie doch zusammen. Den ab. Vorwärts. Vorwärts. Und ab in die Halle. So. Unsere kleine Flotte, da steht sie schön sauber rein. Na, den habe ich schon ein bisschen weit nach vorne gefahren. Aber na, er stößt noch nicht in die Wand rein. Ja, unsere Geräte, es sind nicht wirklich große Geräte geworden. Ich hätte mich schon gefreut, hier und da wenigstens auf 6 Meter Arbeitsbreite dann mal zu gehen. Oder eben auch beim Düngerstreuer
auf wesentlich größere Arbeitsbreiten zu gehen. Ja, Anhänger war auch noch mager alles, aber wie gesagt, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir langsam das Geld haben, wo wir uns hätten was kaufen können. Schauen wir noch in die Statistik rein. Weiter, weiter. Ja, insgesamt Spielzeit also 33 Stunden, 43 Minuten. Also wir sind auf fast 34 Stunden Spielzeit gekommen. Wir haben fast 21.000 Liter Dünger verbraucht. Ja, 21.500 runden wir mal großzügig hier Saatgut. Dann haben wir ja etwa 5.600 Liter Diesel verbraucht, sind insgesamt 1.676 Kilometer gefahren. Ja gut, wie viel haben wir jetzt hier an Fläche und so weiter? Wer das genau wissen will, drückt kurz Pause, schaut es sich genau an. Für mich reicht das an Statistik, die einzelnen Hektarzahlen sind für mich nicht ganz so interessant. Ja, das war's. Sind diesmal keine 15 Minuten, aber vielleicht sind dafür dann diesmal ein paar mehr dabei, die wenigstens bis zur Hälfte sich das Video anschauen. Hier 85% wäre also fast noch fertig geworden. Gut, dann bedanke ich mich. Vielleicht schaut er ja bei der Ackendorf dann auch rein. Würde mich freuen. Und ciao, ciao.